Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, der zweiten Episode Brava Quattro. Und ich würde sagen, wir joinen auf den Server. So, ja, es ist in der ersten Folge schon einiges passiert. Also wir haben zum Teil, wie ihr hier auf Tabs seht, Alter, das ist so typisch, wenn ich nur einen Aufnahmeversuch habe, weil das halt das Projekt ist, nur Dummbatzlaber. Also wir haben zwei Leute getötet, nämlich Sturmpanda und Happy Beats oder wie der heißt, ich weiß es nicht. Und haben aber leider unser Teammate verloren. Was sehr schade ist, weil alleine haben wir natürlich sehr viel weniger Chancen. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt nicht einfach auf. Ich habe hier übrigens links oben das Brava-Logo eingeblendet, weil ich heute nicht so Bock auf Facecam habe und ich will irgendwie meine Koordinaten verdecken. Vor allem, weil ich gesehen habe, dass die Koordinaten unten noch angezeigt wurden in der ersten Folge. Deswegen möchte ich eigentlich zusehen, dass. Alter, ich will nicht sterben, ne? Ich habe irgendwie gerade mega Angst, dass irgend so ein Creeper kommt, weil gerade Nacht ist. Ja, also ich werde jetzt noch vielleicht ein bisschen. Ja, braune Pilze habe ich gerade nicht, weil ich würde eigentlich nicht so gern das rohe Fleisch jetzt braten. Ich habe doch irgendwo, stimmt, ich habe irgendwo, habe ich nicht irgendwo Öfen gebaut oder habe ich das noch nicht gemacht? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht, weil mehr als nur ein Eis habe ich glaube ich noch gar nicht gefunden. Wir können ja mal hier gleich reingehen. Jetzt mal ganz kurz, das kann man ja schnell essen, dass ich sprinten kann. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens ein Hasenleder oder ein ganz normales Leder, weil ich gehe nicht runter ohne Enchanter Stuff. Also, das wäre sonst ein bisschen blöd. Ich habe generell mir so für das Projekt vorgenommen, vielleicht nicht unbedingt jetzt halt vor Full Gear hochzugehen. Und ich möchte mir auch auf jeden, also ich möchte mir generell auf jeden Fall mega guten Stuff machen, weil ich habe ihn umso mehr nötig. Weil ich halt alleine bin. Und da wäre das halt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt. Ja, also ich weiß ja überhaupt nicht, was ich laber. Es tut mir leid, Leute. Ihr wisst ja, dass es bei mir immer richtig lange dauert, bis ich mal halbwegs eine normale Aufnahme bekomme. Und die kann man halt leider nur einmal aufnehmen, weil wenn man das dann nimmt, was man hier nicht aufnimmt, also was man hier aufnimmt und nicht hochlädt, dann. Dann bekommt man einen Strike. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Weil. Keine Ahnung. Wozu gibt es denn Regeln, ne? Okay. Ich würde sagen, ich verteile das jetzt mal so. Ich mache jetzt mal da und da Essen rein. Und hier gelangt das Eisen rein. Okay. So. Eine Rot und sowas gibt es hier ja nicht. Das finde ich auch ganz cool, weil ich mag es in Minecraft nicht mit Rot zu spielen. Ich mache es zwar immer wieder, weil sie halt zur Verfügung gestellt wird und da kann ich halt dann auch nichts machen, weil das halt einen Vorteil bringt und es halt nichts Verbotenes ist und es eigentlich alle anderen auch tun, aber ich habe schon öfters gesagt, mir wäre Rot eigentlich lieber ohne Knockback, beziehungsweise wenn es wirklich nur wie eine Angel verwendet wird. Also, sprich, ne? Zum Angeln. Und nicht zum PvP spielen. Also, ich weiß nicht, was ihr meint. Ob ihr wisst, was ich meine, so rum. Gut, ich wollte heute sowas was ansprechen, nämlich, also die letzte Aufnahme war ja so kommunikativ ein bisschen komisch. Also, wenn ihr wisst, was ich jetzt meine, wir haben halt jetzt so ein bisschen, da ja Discord auch ein bisschen rumgespackt hat, haben wir so ein bisschen manchmal einfach nur so Scheiße gelabert, will ich jetzt mal fast behaupten. Und das war halt ein bisschen dumm. Und wir haben auch überhaupt nicht unseren Teamnamen gesagt, nämlich Frozen Clash. Also, weil Crash Droids und Frozen Noah so eine Mischung. Und ja, also generell mal so Statement zur letzten Folge. Wir haben halt da schon relativ so in der Nähe von der Mitte, wo wir halt die Schwerter gemacht haben, haben wir halt Sturmpanda und so gesehen. Und dann sind wir weggekommen. Er hat sich versteckt, ich bin weggelaufen. Und also Crash Droids und. Dann sind wir auf einmal, also dann haben wir uns getrennt im Dschungel, wo wir eigentlich schon ziemlich weit weg waren, und auf einmal höre ich nur, Hilfe, Sturmpanda, halbes Herz, ich bin nur zur Hilfe geeilt, konnte ihn leider nicht mehr retten, aber ich konnte ihn, oh mein Gott, ich konnte ihn rächen. Ja, ich würde
würde mir jetzt gerne mal so Full Iron Zeugs oder so farmen. Und dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nach Essen suchen vielleicht. Wobei, Essen sieht... Nee, es sieht noch nicht so gut aus. Beziehungsweise ich hätte auch noch wahnsinnig gerne Enchanter Stuff. Also ich habe ja schon sehr viel Zuckerrohr, was nicht schlecht ist. Auf jeden Fall mega gut. Aber was mir halt auf jeden Fall noch fehlt, ist Leder. Und das baue ich auf jeden Fall noch. Okay. Ich fange jetzt schon mal an, mir ein bisschen was zu craften, weil es ist besser, wenn ich gleich mal so ein bisschen Eisenrüstung habe. Weil nicht, dass ich dann draußen die ganze Zeit noch etwas suche und dann kommt irgendein Mob und one-hittet mich, wie zum Beispiel ein Creeper mit einer Explosion oder ich werde bombardiert von Skeletten, das wäre alles nicht so geil. So, ich kann mir tatsächlich noch gar kein Full Iron machen, oder? Das werde ich jetzt gleich sehen, Moment. Doch, kann ich. Kann ich, ja. Doch, okay. Ein Eimer wäre auch ganz cool. Geht noch ein Eimer? Ja, es geht noch ein Eimer. Nice. Okay, dann sind wir schon mal Full Iron. Tatsächlich wollte ich ja gestern, also gestern war ja der Start jetzt in meiner Sicht, wollte ich auch schon die zweite Folge aufnehmen, aber da hat der Server herumgespackt, also das Plugin, und man konnte nicht aufnehmen. Und deswegen mache ich das jetzt und ich hoffe, weil ich ja jetzt die nächsten 3 Tage sehr lange Schule habe, generell halt eigentlich Schulstress habe, weil ich 2 Arbeiten in der Woche schreibe, dass ich das hinkriege, weil ihr wisst, dass bei mir Rendern und so und Hochladen eigentlich nicht mal so wenig Zeit wegnimmt. Ich sag jetzt einfach mal. So. Ich brauche Wasser, dankeschön. So. Also so Standard-Equip haben wir jetzt erstmal schon. Ich nehme auch mal die ganze Melone hier mit, weil Melone bringt zwar jetzt nicht so viel zum Essen, aber also man muss halt relativ lange essen, aber es bringt halt schon was. Also, weil wir ja generell jetzt nicht so viel Fleisch haben. Ist auch ein bisschen ärgerlich, dass wir keine Kuh gefunden haben. Aber macht ja nichts. Ich würde hier schon gerne ein bisschen farmen gehen, aber ich brauche halt unbedingt noch Leder. Ohne Leder gehe ich bestimmt nicht runter. Also, ja, ihr habt den Surf gesehen. Da waren wir in der ersten Folge schon Full Iron fast ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, es kann nicht immer gut laufen, aber ich gebe mein Bestes. Und... wie weit und inwiefern das Projekt dann gut oder schlecht laufen wird, das werdet ihr dann sehen. Das heißt, hier sind noch jede Menge Schweine, das finde ich gut. Ach ja, und die Folgen, wann die so kommen werden. Also, ich habe geplant, also sie werden relativ spät kommen. Was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen doof ist, aber ich kann nichts machen. Ich komme meistens so 4, 5 nach Hause. Muss aufnehmen, also jetzt in dem Fall muss ich Montag, Dienstag glaube ich nicht aufnehmen, weil, also können tue ich, aber muss ich nicht, weil ich ja jetzt die drei ersten Folgen schon vorproduziere, wenn man das ja darf. Aber dann wird es halt ein bisschen stressig, also wenn dann die Folgen vielleicht so teilweise auch erst um 10 kommen, dann liegt es einfach dran, dass es einfach zu knapp wurde. Und es ist halt... Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. So. Wir sind zwar so viele Schweine, ne? Aber es wäre halt echt cool, wenn wir auch ein paar Kühe finden würden. Hier ist überall Dschungel. Ich weiß nicht, ob Kühe wirklich im Dschungel spawnen können. Oh Gott, ich mache mir schon wieder so Gedanken, dass die Aufnahme herumspinnt. Oh, Gott, ich mache mir da immer so Sorgen. Aber ich hoffe, dass... es haut alles hin. Jo, also, ohne Witz, ich muss sagen, ich habe jetzt schon mega Bock auf das Projekt, weil ich bin zwar alleine, aber es ist noch nichts vergessen. Also, ich bin irgendwie mega hyped. Ich bin echt gespannt, was ich noch so alles schaffen werde. Also, ich bin ja nicht der Einzige so in dem Projekt. Es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, weil ich dann halt auch mit den anderen Leuten geredet habe. Also, ich weiß generell nicht, ob es jetzt überhaupt noch, also ob es überhaupt, wie viele Teams jetzt schon komplett draußen sind. Ich glaube, das sind gar nicht so viele. Ich weiß gerade selbst nicht, was ich laber. Es ist so nervig. Und irgendwie kann ich kein Leder finden. Es ist, ich bräuchte halt auch einfach nur einen Hasen. Ich bin wahrscheinlich schon an irgendeinem Hasen vorbeigelaufen. Aber ihr müsst wissen, dass diesen... Also ich habe ja hier so 3 Rabbit Hide, das sind so Hasenleder.
Und also so eine Art. Und wenn man da 4 hat, kann man das halt zu einem Leder zusammencraften. Ist ja generell ein bisschen blöd, weil ich hätte halt generell mehr Leder so, also normales Leder. Weil ich halt auch Bücher machen wollte, aber wenn das nicht so geht, dann geht's halt nicht, ne? Da hinten, da ist so eine Tiger. Ah ne, doch nicht, das ist noch immer ein Dschungel. Okay. Okay, Leute, sorry, ich musste mich muten. Ja, ich kann das leider nicht rausschneiden, wenn ich mich muten muss. Okay. So, wir laufen jetzt einfach hier weiter. Und, ja, keine Ahnung. Falls ich einfach manchmal... Da drüben ist ein anderes Biom, da könnten Kühe sein. Ich hoffe es richtig. Was ich aber nicht hoffe, ist, dass ich von anderen Leuten gesniped werde oder so. Weil... man ja meine Calls in der ersten Folge sehen konnte. Ach ja. Ich frag mich echt, wie lange ich noch habe. Weil das ja irgendwie nicht angezeigt wird. Und ich will jetzt auch nicht nachschauen, weil da müsste ich raustappen und dann kriege ich kurz so ein Black Screen und ich glaube, das ist ein Strike. Mit Sicherheit. Also ich krieg. Es nimmt zwar schon weiter auf, aber wir kommen dann für 3 Sekunden, 4 Sekunden so ein Black Screen. Ich glaube, das sind sogar noch mehr. Und dann geht das halt nicht. Oh, hier schneit's, ey. Augenkrebs. Naja, jetzt auch nicht wirklich, aber... Ohne Schnee wäre schon ein bisschen hilfreicher. Ich will jetzt Kühe finden, bitte. Da drüben, da ist ein ganz normaler Wald. Ich will jetzt halt nicht irgendwo hinlaufen, dann plötzlich stehe ich vor anderen Leuten. Das wäre auch ein bisschen doof. Aber... Ja, keine Ahnung. Oh Gott, ja. Ne? Ich komme gerade so dumm vor, ne? Ich schreibe die ganze Woche selbst. Ich meine, gut, in der Aufnahme tue ich auch nichts anderes, aber. In der Aufnahme weiß ich, ich kann mal kurz eine Pause machen, einen Cut setzen. Ach, in 3 Minuten. Ach, das steht doch da, okay. Also, ich meine, ich weiß, dass es im Chat steht, aber ich dachte nicht, dass das schon mal reingeschrieben wurde. Habe ich nicht so ganz mitbekommen. Okay, ich gucke jetzt mal da hinten noch, ob hier irgendwo Kühe sind, eventuell Pferde, wobei, ja doch, das ist so ein Biom, ich glaube, da können auch Pferde spawnen, oder? Ja, das sind Pferde! Oh mein Gott, nice. Gut, dann werde ich die jetzt erstmal alle killen. Nice. Perfekt, also das läuft schon mal mega gut. Und im nächsten Part gehe ich dann wirklich endgültig farmen. Okay, also ihr habt doch bestimmt gesehen, wie ich das in der ersten Folge bearbeitet habe. Die restlichen Folgen werden halt auch wie diese jetzt normal kommen, weil ich habe das dauert halt teilweise 1 bis 2 Stunden, das zu machen. Vor allem, wenn es dann auch noch viel länger dauert zu rendern, kommt das dann auch noch dazu. Wieso droppen die Pferde voll oft kein Leder? Da hinten sind Kühe. Nice, mehr Leder. Ah. Wir haben 62 Zuckerrohr. Wenn wir jetzt noch ordentlich Leder sammeln, dann können wir da ordentlich viele Bücher machen, was mega gut ist. Weil, wer jetzt nicht genau weiß, von was ich rede, Bücher ist gleich gute Enchantments. Und das wäre natürlich mega nice. Ich werde auch, denke ich mal, gleich die nächste Folge noch im Anschluss aufnehmen. Und ja, habe ich überhaupt meine... Ja, die habe ich mitgenommen, die Öfen. So. In den Rest der Folge dackel ich hier noch ein bisschen herum, ob ich hier noch was finde. Und sonst kann ich ja dann die Cave hier runtergehen. Die sieht ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass dann jemand anderes runtergeht. Oder hier zum Beispiel. Da sind noch Kühe. Gott, die holen wir uns noch. Los, 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 die holen wir uns doch. Oh Gott, ich bin hyped. So. In einer Minute ist vorbei. Ich kill jetzt nochmal alle Kühe. Was auch vielleicht auch ein Vorteil ist, dass dann andere keine Kühe bekommen. Weil ich sie halt alle wegschlachte. Boah, das ist aber nice hier. Das ist hier ein richtiges Lederparadies. Bombe, Bombe. Oh mein Gott, nice. So, ich glaube, das waren hier jetzt alle Kühe. Ne, da unten ist noch eine. Nice, wir haben jetzt 18 Leder. Warte mal, ich glaube, ich draft jetzt direkt die Bücher. Ich kann 18 Bücher machen. Das ist echt gut. Also,
fast sogar so gut, als würde ich jetzt zum Beispiel ein Dorf, ein Bücherhaus gefunden haben. Nice, ich habe echt daran gezweifelt, dass wir Leder finden, aber das war hier eigentlich ein relativ gutes Biom. 15 Sekunden werden wir auch gekickt. MLG hier mal ganz kurz runter. Ja, werden uns hier noch ein bisschen in der Schlucht umschauen und dann, wenn noch nichts ist, da oben in die Cave gehen. Alles klar. Leute, ich würde sagen, das war's mit der zweiten Folge Brava Quattro und schaut auf jeden Fall bei den anderen Teilnehmern vorbei, was die schon so haben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.